Guten Morgen, ihr Lieben. Ich mach mal Licht an. Falls ihr Geräusche im Hintergrund hört, es werden gerade draußen die ganzen Gräser und so weiter geschnitten, also die Sträucher geschnitten und Rasen gemäht und was weiß ich was alles. Ja, wie sollte ich eigentlich auch mal machen, aber irgendwie... Ich hatte gestern total die Motivation und dann hat es angefangen zu regnen. Und als angefangen hat, die Sonne wieder zu scheinen, dann sind wir ja rausgegangen. Und als wir zurückgekommen sind, wirklich, ich glaube, 10 Minuten später hat es geschüttet in Strömen. Und da war es aber auch schon sowieso extrem spät. Joa. Wir haben jetzt irgendwas um 9 oder so. Ungefähr. Hey! Bibi hat gerade seine zweite Flasche bekommen. Stinkies! Ja, und ich habe jetzt gerade die Badewanne, also seine Badewanne aufgefüllt und wir machen jetzt mal eine Runde Badi-Badi, gell? Ja, damit die kleinen Stinkefüße wieder Puh, nicht mehr Puh machen, damit die gut riechen. Puh! die erste Nacht übrigens hier im Bettchen hat super funktioniert, also er ist sehr schön schnell eingeschlafen, also so wie auch zwischen uns. Es ging ja eine Zeit lang nicht, also so ganz am Anfang, der wollte wirklich so Körpernähe, das war ihm wahrscheinlich noch zu weit weg, ich weiß nicht, es hat einfach nicht funktioniert. Aber jetzt hat es gut funktioniert, also der ist gestern wann haben wir ihm die letzte Flasche gegeben, um 10 oder sowas hatten wir ihm die letzte Flasche gegeben, da ist er nahezu dann auch eingeschlafen. Und die erste Flasche wollte er heute Morgen um 5.50 Uhr. Habe ich nämlich auf die Uhr geschaut. 5.50 Uhr? Joa. Gell, Bibi? Ja. ja, also super. Hat super durchgeschlafen. Hat auch gar nicht gequengelt heute Nacht oder so. Du hast so süße Speckbeine. Ich liebe deine Speckbeine und deine Speckarme. Gell, mein Herz? Ja, ja. Bald haben wir Anfang Juni. Am 5. oder am 4. oder am 6. Ich weiß es gar nicht. Irgendwann Anfang Juni auf jeden Fall haben wir noch einen Folgeimpftermin. Weil bei der letzten Folgeimpfung, da hatte er eine Spritze bekommen und diese Schluckimpfung. Und ich glaube, jetzt ist nochmal sozusagen die dritte Spritze, wird nochmal aufgefrischt. Und dann müsste es eigentlich fertig sein. Und dann müssten wir auch einen neuen Termin machen für die nächste U-Untersuchung. Wir haben nämlich wieder einen Brief bekommen von diesem, ich weiß gar nicht, ob das vom Gesundheitsamt ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so ein Brief, was man bekommt, was man dann beim Arzt abgeben muss. Das hatten wir für die U4 auch schon oder für die U3. Ich weiß es gar nicht. Wir haben es auf jeden Fall schon mal bekommen und mussten das beim Arzt abgeben. Der Arzt füllt es dann aus und schickt es an das jeweilige Amt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man das nicht macht. Also es ist anscheinend, was heißt anscheinend? Es ist ja sowieso Pflicht, die ganzen U-Untersuchungen zu machen. Aber dass es jetzt so kontrolliert wird, das kenne ich nicht. Das habe ich noch nicht mitbekommen gehabt. Also das war zu unserer Zeit auf gar keinen Fall so. Ich habe auch, wir haben jetzt auch einen Bericht zum Beispiel, mein Freund und ich haben gestern darüber gesprochen. Es war früher, zu unserer Schulzeit, ist es immer mal wieder vorgekommen, dass Eltern gesagt haben, hey, wir fahren 2 Tage früher in Urlaub zum Beispiel und haben die Kinder aus der Schule genommen. Oder, was weiß ich, wenn irgendwie zum Beispiel eine Beerdigung war, dass sie gesagt haben, hey, wir fahren jetzt in das jeweilige Land, um dort die Beerdigung zu machen und die Kinder eine Woche aus der Schule genommen. Also die Eltern hatten ja sozusagen die Berechtigung dazu. Ah! Oh, jetzt hat es mich gekribbelt. Ah. Ich glaube, ich sollte die Fenster mal wieder zumachen, solange die hier im Rasenmähen sind. Und jetzt war gestern war ein Bericht gewesen, dass die waren irgendwie am Flughafen gewesen. Irgendwie so dieses Fernsehteam oder Kontrolle, keine Ahnung. Und haben dort 2 oder 3 Tage, bevor die Ferien angefangen haben, Pfingstferien jetzt, haben sie Leute am Flughafen gesehen mit kleinen schulpflichtigen Kindern. Und die haben jetzt alle eine Anzeige kassiert. Richtig krass. Also anscheinend ist es wirklich mittlerweile so von der Gesetzgebung her, klar, man hat Schulpflicht, das gibt es ja schon ewig, aber dass es jetzt so krass ist, dass die Eltern nicht mehr dazu befähigt sind, als Erziehungsberechtigter zu sagen, okay, ich nehme mein Kind für 1-2 Tage aus der Schule, wegen was auch immer, ob es jetzt Urlaub war, ob es Todesfall war, ob es
egal was ist. Anscheinend hat man da nicht mehr so leicht die Möglichkeit. Also wenn man bei solchen Sachen anscheinend erwischt wird, dann muss man mit tatsächlich einer Anzeige rechnen. Das ist richtig krass. Und heutzutage, alleine wegen den sozialen Medien, ist es ja ganz, ganz leicht, eine Anzeige zu kassieren. Weil man, es ist ja mittlerweile wirklich so, jeder postet, wenn er in Urlaub geht und zeigt Bilder und macht und tut und keine Ahnung was. Und die ganz Kleinen haben ja mittlerweile auch schon Accounts. Das ist richtig krass. Deswegen, da muss man echt, echt, echt aufpassen. Holla die Waldfee. Hey, Bibi! Warum trittst du denn deine Mami? Was soll denn das Eis? Was soll denn das Eis? Tritt, tritt, tritt. Es ist schön, gell? Ein bisschen Beinfreiheit hier. Da hat jemand ordentlich Kaki gemacht. Da hat jemand aber ordentlich Kaki gemacht. Das müssen wir jetzt erstmal ordentlich sauber machen alles. Und danach ist es ja absolut passend, dass du mal frisch gebadet wirst. Strampel mal ein bisschen. Beinfreiheit, strampel mal ein bisschen. Man sagt ja, man soll die Kinder auch mal nackig rumliegen lassen. Also gerade so ohne Pampers, dass sie wirklich mal auch ihren Körper richtig kennenlernen und machen und tun. Und der liebt es auch, wenn er hier ohne Pampi liegt. Ich habe zwar immer irgendwas über seinen Schniedel, so ein Stück Papier hier. Papier. Seine großen Trockentücher sozusagen. Weil dem kleinen Herrn hier ist nicht zu trauen. Der pinkelt immer ganz gerne mal einfach so aus dem Nichts los. Ja, strampel dich mal einen ab. Ist in Ordnung. Strampel dir einen ab. Kein Thema, kein Thema. Ich habe übrigens gerade die Packung leer gemacht von Pampers. Das sind diese 99% Wassertücher, die ja jetzt neu rausgekommen sind. Organic Cotton, 0% Parfum oder Alkohol. Und die haben ja diesen tollen Verschluss hier. Also, Feedback kann ich jetzt geben. Ich habe jetzt 48 Stück aufgebraucht. Die letzten Tage, wenn ich gewickelt habe, habe ich nur die benutzt. Ich habe keine anderen mehr benutzt. Ich habe einmal für sein, oder was heißt einmal, wenn ich sein Gesicht abgewaschen habe, einfach so diese Katzenwäsche, dann habe ich trotzdem noch die von Lilidu benutzt. Man könnte die hier auch benutzen, aber die hier sind bei weitem nasser als diese hier. Also das hier sind so richtige, wo ich sagen muss, die ersetzen schon wirklich das Wasser. Also ich kann damit super wirklich schön abwischen, gerade wenn er groß gemacht hat oder ja, einfach, da habe ich richtig das Gefühl, ich habe ihn gerade mit Wasser einmal komplett abgewaschen, dann trockne ich ihn ab und alles ist super. Also er hat darauf nicht irgendwie negativ reagiert, er hat keinen Ausschlag, Pünktchen, weiß der Geier was bekommen, alles super. Ich habe es halt gerne mit denen von Lilidu verglichen, weil ich jetzt ja nur die hier gewöhnt war. Ich muss sagen, also vom Geruch her sind die hier schöner. Die riechen eigentlich so nach, ich weiß nicht, nach nichts kann man nicht sagen. Die haben irgendwie so einen Eigengeruch. Also nach den normalen Pampers feuchte Tüchern riechen sie auf jeden Fall nicht. Man merkt schon, dass da eigentlich nur Wasser ist. Vielleicht riecht irgendwie das, also es ist wirklich minimal. Man kann es eigentlich kaum beschreiben, nach was das jetzt irgendwie riecht. Aber sie sind halt wirklich gut getränkt. Nicht zu viel, wobei die letzten zwei, drei Tücher jetzt schon sehr nass waren. Klar, in der Verpackung, die unteren Tücher sind immer sehr nass. Wobei, das hatte ich bei Lilidu jetzt nicht gehabt. Was auch ein großer Unterschied ist, die Tücher sind viel, viel kleiner. Also ich weiß nicht, was die jetzt hier für einen Durchmesser haben, ob das hier irgendwo steht, bestimmt. Aber die hier sind viel größer. Das sind wirklich Tücher, also die sind bestimmt so groß und die anderen waren jetzt vielleicht so. Also die sind schon definitiv kleiner, was aber jetzt nicht unbedingt so schlecht ist. Also ich komme da mit dem Windelbereich gut klar. Bei denen, die habe ich ja gerne für die Hände und für das Gesicht benutzt. Einfach so mehrmals am Tag, wenn ich ihn gerade am Wickeln bin und merke, ach, ist wieder alles voller Fussel oder er hat noch Milchreste oder weiß der Geier was. Dann benutze ich die gerne von Lilidu, weil die nicht zu nass sind, weil ich die vom Geruch her sehr ansprechend finde. Und ja, habe damit eigentlich eine gute Erfahrung gemacht. Und die sind halt groß und somit kann ich mit einem Tuch wirklich sein Gesicht machen und seine beiden Händchen. Ja, deswegen, dafür werde ich die hier auch weiterhin verwenden. Aber für den Windelbereich, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr, sehr angetan. Also da bin ich jetzt wirklich am Überlegen, dass ich komplett mir nur noch die hier hole und nicht mehr die normalen feuchte Tücher. Mein Freund allerdings steht auf die normalen feuchte Tücher. Ich weiß auch nicht. Der ist, ich glaube aber auch, dass der zu faul ist. Der macht immer nur diese Packung auf und zieht da raus, so viel er auch immer braucht. Wobei die jetzt direkt hier drunter standen, aber keine Ahnung. Ich muss mal
nochmal schauen. Wir haben jetzt sowieso noch genug von beiden da. Also wir werden jetzt noch eine Zeit lang beides verwenden. Und trotzdem immer mal wieder, nicht bei jedem Wickeln, aber immer wieder benutze ich trotzdem auch noch hier die Pflegetücher von Baby Love. Diese Ölpflegetücher, die finde ich auch mega, mega, mega gut. So, Baby. Jetzt gehen wir in die Badewanne. Danach, ich habe hier schon alles hingestellt. Das sind so meine, oder das ist mein absolutes Lieblings, habe ich euch, glaube ich, jetzt auch schon gezeigt. Von Hip, das Pflegeöl. Das riecht einfach so, so lecker. Das ist das Sensitiv. Ja, ab dem ersten Lebenstag Biomandelöl und nur natürliche Inhaltsstoffe. Also ganz große Liebe. Es ist auch so richtig, ich rieche das und ich denke sofort an Lias. Hier ist auch so eine abgefüllte Flasche, die hatten wir ja im Urlaub mitgehabt. Damit habe ich ihn auch täglich eingeölt. Ja, das sind so die Sachen, die ich immer hier vorbereite. Dann das Öl, weil damit wird er dann gleich einmal eingeölt. Seine kleine Haarbürste und eine Nagelschere, denn die Nägel sind wieder fällig. Aber sowas von, deine Nägel wachsen so schnell wie Mamis, gell? Wir können eigentlich zusammen immer eine Pediküre und eine Maniküre machen. Und bei die Füße... Also die Füße habe ich bis jetzt, ich glaube, nur einmal geschnitten. Nur ein einziges Mal. Oder es war noch nicht mal geschnitten, weil ich da nicht so richtig dran kam. Sondern mit einer Nagelfeile bin ich da drüber gegangen. Aber auch nur beim großen Fußzeh. Genau. So, ich glaube, das waren die ganzen Updates, die ich sagen wollte. Und jetzt geht's mal eine Runde ans Body machen, gell? Damit du wieder fresh bist. Damit du wieder fresh bist. Wenn er schläft, die kleine Spazier später, dann werde ich auf jeden Fall mich ans Video schneiden machen und die letzten Sachen für die Taufe noch zusammen planen. Und ich wurde gestern endlich mal angerufen vom Pfarreramt und zwar vom Hausmeister. Mit denen haben wir jetzt am Sonntag einen Termin. Und zwar wird da ein Vorvertrag, Mietvorvertrag gemacht wegen den Räumlichkeiten. Weil ich ja das komplette Haus miete und nicht nur einen Raum. Und da wird halt so ein Vorvertrag gemacht, praktisch mit der Kaution und dann generell mit der Rechnung. Und dann gibt es halt so Sondersachen, was man machen kann. Man kann sagen, man möchte einzelne Räume, man möchte zwei Räume, man kann das ganze Haus mieten, man kann eine Anlage mieten oder man kann... Was weiß ich, eine Bar dazu mieten, dann eben die, wenn man die Küche benutzen will, dann gibt es ja die Frauen, die das machen, also muss ich auch einen Vertrag machen mit den Damen, die uns dann helfen. Bei unserer Gästeliste brauchen wir, unsere Gästeliste hat sich ja ein bisschen verkleinert, also wir sind jetzt nur noch ungefähr 100. Finde ich richtig gut. Da muss ich mal fragen, ob wir jetzt immer noch drei von den Damen brauchen, von den Küchendamen, oder ob es vielleicht zwei reichen, mal gucken. Genau. Ja, also dafür gehen wir am Sonntag dorthin und dann müssen wir auch final die ganzen Getränke bestellen. Das machen wir auch bei dem Hausmeister. Die bestellen alles, die lassen alles dorthin liefern. Und alles, was zu viel ist, das finde ich richtig gut. Also die rechnen dann nur mit uns ab, das, was auch wirklich verbraucht wurde. Das, was zu viel ist, nehmen die dann. Entweder geben sie zurück für die nächste Feier, keine Ahnung, wie die das machen. Auf jeden Fall wird das nicht berechnet, also richtig gut, falls wir uns verschätzen sollten. So, jetzt aber wirklich ins Badewasser, sonst wird es zu kalt und ich melde mich später wieder bei euch. So, mein ganz chilliges OOTD. Glitzekleine Säckchen, die waren mal bei von TK Maxx in einem Set gewesen. Bei der Hose bin ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr sicher. Entweder C und A. Oder, ich habe jetzt hinten mal ins Label geguckt, ich glaube, das war sogar mal vom Kick gewesen. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher, vom Label her sagt es mir nicht hundertprozentig was, aber es ist eine ganz normale Jogging-Chiller-Hose. Und das Buddy hier, Mommy's Little One, I love it, ist von C&A. Genau, so, wir legen uns jetzt mal auf die Couch. Ich versuche zu arbeiten, wenn Baby Boy dann mal eingeheiert ist. Gemeinsatz. Ach, nee, wir sind ja noch gar nicht fertig. So, mit den Einölen sind wir zwar fertig, aber nicht mit den Nägel schneiden. Die müssen jetzt noch dran glauben, deine Fingernägel, gell? Die müssen wir noch machen, die sind nämlich ganz schön scharf geworden. Damit hast du mich gestern gut gekratzt, mein kleiner Held. Das muss jetzt noch gemacht werden, gell? So, ich melde mich mal wieder. Es sind nämlich einige Pakete gekommen. Das Wetter hat sich total umgewandelt. Also irgendwie hieß es ja, heute soll es nur regnen. Jetzt ist auf einmal Sonnenschein die ganze Zeit. Tolles Wetter. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich vielleicht den Garten machen soll. Ich habe jetzt bestimmt eine Stunde mit meiner Schwester telefoniert. Und Elias ist zwischendurch wach geworden. Der hat jetzt seine Flasche bekommen, eine neue Pampi. Jetzt ist alles wieder tutti frutti, aber er guckt irgendwie die ganze Zeit raus aus dem Fenster. Wir gehen jetzt auch gleich mal raus.
Aber es sieht halt nicht so gemütlich draußen aus, gell? Weil halt alles wuchert. Das ist mittlerweile das ganze Gras oder Unkraut ist schon wieder kniehoch. Das ist echt abnormal hier bei mir. Ja, wir haben jetzt, wie viel haben wir denn? 3:05. Ja, ich mache mir gerade mein Mittagessen-Shake und habe jetzt hier, wie gesagt, ein paar Pakete. Die sind bis jetzt schon gekommen. Die können wir direkt mal zusammen auspacken. Dann habe ich das weg und kann euch direkt das zeigen, was da drin ist. Und ich kann mal schauen, vielleicht, wenn irgendwas dabei ist, was ich nicht haben möchte, was zu groß ist, zu klein ist, weiß der Geier, dann kann ich es nämlich direkt fertig machen, dass ich das weg habe. Ich habe nämlich so Sachen, wenn ich irgendwas zum Zurückschicken habe, dann steht es manchmal eine Woche bei mir hier rum. Das ist so schlimm. Und dann mein Freund kriegt immer die Krise. Klar, in dieser kleinen Wohnung, wenn dann auch 1000 Sachen hier rumstehen. Also das erste ist hier einer der Taufanzüge. Ich bin echt gespannt. Oh mein Gott. Ich habe alles in Größe 62, 68 bestellt. Also alles war von 3 bis 6 Monate. Aber das sieht mir hier schon sehr, sehr groß aus. Ich bin echt... Was steht denn hier? Bitte beachten Sie, eine Rücksendung ist nur möglich, wenn die Ware ungetragen ist und das Originaletikett versehen ist. Ja, das ist ja schon klar. Okay. Also das ist jetzt... Das sehe ich schon, das ist... Ach, das ist nur das... Ach, Gott sei Dank, ich dachte schon. Also, zum Verständnis. Normalerweise, also bei uns ist es so, dass man in der Kirche, wenn man getauft wird, ein Taufkleid anhat, egal ob man Junge oder Mädchen ist. Und bei der Feier und so weiter ist es eigentlich wurscht, aber wenn man einen weißen Anzug anhat für die Jungs, wäre es halt schon cool oder irgendwas Helles, vielleicht beige oder Creme oder keine Ahnung. Das Ding ist aber, solche Anzüge, ich habe jetzt sogar noch welche bekommen, die 40 Euro gekostet haben, das geht noch. Und diese ganzen Taufkleider, ich habe ja eins mal für 35 Euro bestellt, das war total der Schrott. Und dann habe ich welche für 80 Euro, die waren auch nicht viel besser. Also für 80 Euro habe ich mir halt echt was erhofft, aber das war totaler Mist. Und deswegen habe ich mich jetzt für eine andere Variante entschieden. Ich habe einmal jetzt richtige schöne weiße Anzüge bestellt, also einen richtig ganz normalen Hosenanzug. Und das soll er dann in der Kirche anhaben, auf der Feier, also im Prinzip den ganzen Tag. Aber in der Kirche, wenn er dann tatsächlich getauft wird, dann soll er ein Taufkleid anziehen, was so ein Umhang nur ist. Und das ist genau das hier gerade. Ich war nämlich gerade, habe gedacht, es wäre die Hose und die ist so leicht durchsichtig, aber das ist das Taufkleid. Und zwar ist das sowas hier. Ich zeige es euch mal erstmal komplett. So sieht es aus. Und das ist einfach nur ein Ding, was um den Hals drum geschnürt wird. Okay, mir passt es nicht, aber so dass ihr euch das vorstellen könnt, dass es im Prinzip nur vorne so ist, dass wenn man ihn halt hält und wenn das Wasser, das Weihwasser über seinen Kopf gegossen wird und so, dass halt eben dieses Stück Kleidchen hier runterhängt. Das macht man so. Ich weiß gar nicht, woher diese Tradition kommt, wieso, weshalb, warum. Aber ich kenne das tatsächlich nur so. Ich wurde auch so getauft, meine Schwester auch und... Ja, auf jeden Fall gibt es halt eben, für alle, die es nicht noch nicht wussten, diese Alternative, dass man eben nur so ein Tuch praktisch drüber hängt, was halt vorne schon klar am Hals geschlossen wird. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, sich verschiedene Bänder dazu zu bestellen. Es gibt das natürlich in Weiß, Rosa und so weiter, aber ich habe es jetzt halt logischerweise in Blau genommen, dass es auf einen Jungen hinweist, trotz Kleidchen. Und hier ist jetzt zum Beispiel einer der Anzüge. Wenn er halt einen weißen Anzug drunter anhat, dann ist er ja sowieso komplett weiß und das Kleidchen hängt dann halt eben drüber. Das ist noch die günstigere Variante gewesen, was ich aber jetzt gerade schön finde. Ich wusste nicht, wie es nämlich sein wird vom Stoff her. Ich hatte gerade nur einen Schock bekommen, weil es so durchsichtig war und dachte, das wäre die Hose. Aber dadurch, das ist ja egal, ob es durchsichtig ist oder nicht, wenn es über seinem sowieso weißen Anzug ist, dann ist es ja wurscht. Ich glaube, dass das Ding hier... Ich habe keine Ahnung, was es gekostet hat. 20, 30, 35, ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt gesagt, es ist mir jetzt egal, was es kostet. Ich möchte einfach nur irgendwas haben, was schön aussieht und ja, nicht irgendwie total billig oder so aussieht. Und das sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Das ist auf jeden Fall ein Top-Produkt. Das bleibt hier. Und dann war hier einer der ersten Anzüge mit drin. Oh Gott, sieht das süß aus. Ah! Oh Gott, wie goldig. Müssen wir später mal anprobieren. So sieht es aus. Schöne Jacke und hinten sogar wie so ein Frack gemacht. Ist doch abgerutscht. Das sieht so süß aus. Oh mein Gott, ich sterbe. Dann habe ich euch ja schon
erzählt, habe ich es euch erzählt, dass ich bei XXL mein Mobilia bestellt hatte? Falls nicht, ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ich habe bei XXL mein Mobilia bestellt. Und zwar für die Küche, allerdings erst fürs Haus. Das habe ich so beim Lias gemacht, das werde ich jetzt fürs Haus auch so machen oder habe es schon jetzt viel gemacht. Ich kaufe eigentlich immer mal wieder Sachen fürs Haus ein, dass, wenn wir dann tatsächlich umziehen, wir einfach nicht so viel auf einmal kaufen müssen. Genau, also ich habe zum Beispiel, was ich schon gekauft hatte, die kompletten Lampen fürs Haus. Das ist unheimlich viel Geld, was da drauf geht. Also Lampen, das ist echt nicht zu unterschätzen. Und ich habe halt aber auch auf Qualität geachtet. Also ich bin diesmal nicht irgendwie zum IKEA oder Möbelmax gegangen und habe da irgendwie 30, 40 Euro Lampen geholt, sondern ich habe wirklich in Lampen, gescheite Lampen investiert, die echt schweineteuer waren. Also ich habe echt einige hunderte Euros in mein Mobilia gelassen. Mein Freund hat auch zu mir gesagt, du hast sie doch nicht mehr alle, aber ich wollte das unbedingt. Ich habe auch gesagt, ich kaufe die Lampen. Ich möchte da richtig rein investieren. Ist mir egal. Er kann dann in sowas investieren, was ihm wichtig ist, wie zum Beispiel eine Kaffeemaschine. Also ich würde zum Beispiel niemals mehr eine Kaffeemaschine für 800, 900 Euro kaufen. Und er sagt, doch, doch, das braucht man. Der Kaffee ist dann total toll. Also Kaffeetrinker werden ihn jetzt wahrscheinlich verstehen. Aber ich verstehe das nicht. Und deswegen, jeder hat so seine Vorlieben, sage ich mal. Dieses Paket ist gerade irgendwie nicht zu öffnen. Was ist denn hier los? Ah, okay. Ich habe verstanden. Ja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde euch immer wieder Sachen zeigen, die halt fürs Haus sind, die ich alle am Lagern bin. Nicht bei mir im Keller, hier ist es viel zu voll, aber in anderen Kellern. So, oder? Oh Gott, ich habe dieses Paket gerade sowas von zerfetzt. Ich bin zu doof, um ein Paket zu öffnen. Aber egal, ich denke, die Sachen, die hier geliefert werden, werde ich eh behalten. Ich weiß, dass zwei Lieferungen kommen werden. Hier ist jetzt einmal nur die Zange mit dabei. Okay. Eine Servierzange ist es nämlich. So sieht das gute Stück aus. Ich werde die jetzt, glaube ich, auch gar nicht auspacken, oder? Was ist denn das hier für eine Kugel? Okay. Ja gut, also im Prinzip einfach nur eine Servierzange, die dann auf und zu gemacht werden kann. Ich finde sowas gerade schön, wenn man irgendwie Fleisch auf dem Tisch stehen hat oder wenn man am Grillen ist oder sowas, dass man also, okay, ich würde die jetzt nicht zum Grillen benutzen, dafür ist die definitiv zu teuer, aber auch am Herd, wenn man Fleisch umdrehen muss, dass man nicht immer mit der Gabel reinpieksen muss, um das umzudrehen, finde ich sowas richtig gescheit und gerade halt zum Servieren sieht es halt mega schön aus und ja. Hat mir sehr gut gefallen, deswegen... Ach so, die ganzen Sachen, die ich euch in Zukunft zeigen werde für die Küche, sind alle von WMF. Falls ihr euch irgendwann fragen solltet, ach, die hat doch damals gezeigt für die neue Küche, dann geht davon aus, zu 99%, dass es von WMF ist. Ich habe jetzt auch Pfannen bestellt, so ein schönes Dreier-Set. Da habe ich meine Punkte eingelöst von Payback. Genau. Also ich habe mir drei Pfannen gekauft, die haben normalerweise 300 Euro gekostet. Die waren gerade bei Payback im Angebot von 300 Euro auf nur noch 90 Euro und dann habe ich auch noch meine Punkte eingelöst und zumindest ein Teil meiner Punkte. Joa, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Und die Töpfe kommen auch noch. So, dann ist das hier. Ich habe jetzt einige Sachen an Deko noch bestellt. Ich habe euch ja schon mal was dazu gesagt, dass einiges bei mir irgendwie im Zoll hängen geblieben ist. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, ich warte da jetzt nicht mehr drauf, weiß der Geier wann oder ob das ankommt. Deswegen habe ich jetzt einfach bei Amazon bestellt. Party-Deko. Einiges. Da habe ich hier einmal so ein Set bestellt. Okay, Elias ist gerade wieder am Babbeln. Ich habe hier so ein Party-Set bestellt in Weiß, Hellgrau und Mintfarben, wie man sehen kann. Da sind einmal solche, wie heißen die? Pavillons oder so. Heißen die so? Ich weiß es gerade nicht. Die man halt so aufziehen kann, damit es ein runder Ball wird. Ich glaube, die heißen so. Amanda, Amanda, schlecht vorbereitet. Egal. Zwei Grau, zwei Mint. Ich weiß jetzt gar nicht, was ein Durchmesser die haben. Ich schätze mal so 20 cm ungefähr. Sehen auf jeden Fall sehr schön aus. Dann habe ich hier solche Pompoms, nennen die sich. Also die muss man dann hier so auseinanderfusseln, dass dann solche Pompoms entstehen. Und da sind hier drei, also es sind immer dreimal... drei Stück in jeder Größe, einmal in einer Farbe. Also immer Mint, Weiß, Grau und dann einmal in ganz groß, mittel und klein. Ja, auch schön. Ich werde das jetzt alles nicht auspacken. Die hatten
sahen gut aus oder sehen jetzt auch gut aus, wenn ich das so anschaue. Sieht es nicht irgendwie billig oder so aus. Es war auch nicht billig gewesen. Wäre schlimm, wenn es so ausschauen würde. Und dann sind diese zwei Dinger hier noch in weiß. Das sind solche, wenn man die aufmacht, ergeben die auch einfach so einen Ball. Und die haben dann auch so ein, ich glaube, so ein, so ein Quadratmuster, glaube ich. Nee, Rautenform war das, glaube ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man das jetzt hier so aufziehen und dann zu einem Ball formen. Genau, das war das eine Set. Ich kann euch die Sets gerne mal in die Infobox verlinken, wenn euch das interessiert. Ich muss jetzt nur mal kurz gucken, nicht, dass ich hier irgendwas... Also das kann alles in den Müll. Das brauche ich noch. Mit dem Anzug muss ich aufpassen. Wo war der denn? Der war hier drin gewesen. Weil da ist er noch nicht hundertprozentig sicher, aber der ist wirklich, das ist ein ganz, ganz großer Favorit. Also bis jetzt behalte ich eigentlich sonst alles. Wo ist jetzt die Zange hin? Ach, die habe ich da. Okay, alles andere kann eigentlich bis jetzt... War das, ist das einzeln gekommen? Ja, okay, das kann auch alles weg. So, nächstes Pocket. Ja, Baby. Erzähl mal. Ach, hier sind die Luftballons drinnen. Ich habe ja schon mal Luftballons bestellt. Das hier sind jetzt so welche, die sollen angeblich noch so einen leichten Schimmer haben. Ich hoffe, dass das so ist. Also in so einem dunklen Türkis-Weiß. Genau, so sieht das Set aus. Da muss ich jetzt aber nochmal gerade gucken, weil ich bin der Meinung, ich habe ja im Keller auch schon mal so ein Set bestellt mit weißen und türkisen Luftballons. Das war aber so ein ganz dunkles Türkis. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob das genauso ist oder ob ich mich da gerade täusche. Ich muss mal gucken, da war auf jeden Fall auch hier so ein Garn schon mit dabei, so ein Kordel. Ich glaube, durchsichtig war es gewesen. Ich bin mir nicht sicher, aber eins dieser großen Sets. Und dann ist hier noch ein Riesenkarton. Ich hoffe, dass da noch einer der Anzüge für ihn mit dabei ist. Weil das will ich echt endlich mal von der To-Do-Liste haben. Sein Taufanzug, das ist ja mega wichtig. So. Okay, hier sind mehrere Sachen drin. Okay, Deko. Ah, sehr cool. Oh, die sind ja echt klein. Das ist ja mega. Also, hier nochmal so ein Set. Das, was ich euch auch gerade schon in Mint praktisch vorgestellt habe, habe ich auch nochmal in Blau geholt. Dunkelblau, hellblau und weiß. Das Ding ist einfach... Ich konnte mich von der Farbe her nicht so richtig festlegen, weil ich habe immer mal wieder was gesehen im Angebot und dachte mir so, oh ja, schön, holst du und überhaupt. Und es ist jetzt alles so hellblau, ein bisschen dunkelblau, ein bisschen in so ein dunkles Türkis. Türkis ist ganz viel dabei und auch ein paar Mint-Sachen. Und deswegen habe ich gedacht, ganz ehrlich, es ist ja im Prinzip eine Farbgruppe. Dieses Grün, Blau, Weiß, Grau. Und deswegen habe ich da auch nochmal welche geholt, weil das sind tatsächlich dann die einzigen Pompons und Co., die ich dann eben jetzt habe. Das ist auch nochmal ein richtig großes Set gewesen. Also hier ist eben hellblau und dunkelblau mit dabei, dann weiß wieder. Hier sind auch wieder solche Dinger, die ich gerade schon gesagt habe, wo man dann halt einfach so aufmachen muss, dass so ein Blau, also in dem Fall ist es jetzt blau, so ein, auch so ein Ball halt eben entsteht. Da sind verschiedene Farben mit dabei. Auch wieder zwei, also zweimal groß in dunkelblau, dann in hellblau. Zwei Stück nochmal in weiß und dann halt eben hier die ganzen Pompons. Was denn? Genau. Ja, auch sehr, sehr schön. Voll gut, auch hier in so einer Verpackung gekommen. Also sieht auch alles sehr, sehr hochwertig aus. Also für solche Sets muss man im Durchschnitt zwischen 10 und 15 Euro ausgeben. Ist nicht gerade günstig für so Party-Deko. Ich werde jetzt auch nochmal ein bisschen schauen gehen bei Kick und Teddy die nächsten Tage. Werde ich auch nochmal gucken gehen, was ich da so finde. Ich weiß, dass es bei Kick und Teddy definitiv solche Dinge gibt. Weil die habe ich ja gekauft, als meine Mama geheiratet hat, wo ich ihr diesen, diesen Fake-Helium-Ballon praktisch gebastelt habe, habe ich das ja als Ballon genommen. Und deswegen weiß ich, dass es das auf jeden Fall beim Teddy gibt, auch noch in etwas größer. Deswegen, davon habe ich ja jetzt im Prinzip nur 4 Stück in Grau und in Mint. Deswegen denke ich, dass ich davon nochmal ein paar holen gehe, in größer, dann auch in weiß. Ich finde sowas sehr, sehr schön, wenn man so ein bisschen mit Luftballons arbeitet, aber auch mit so ein paar Pompons und was weiß ich. Ich finde es richtig cool. Also ich hoffe, dass die Deko super wird. Ich versuche das Ganze auch wieder irgendwann danach gescheit einzuklappen, dass es einfach für die nächsten Geburtstagsfeiern, Partys, unsere ganzen Gartenpartys, wir haben so viele Gartenpartys schon geplant, richtig gestört, aber gerade so Einweihungsfeiern und so weiter,
man kann das ja alles immer und immer wieder verwenden. Also gerade solche Geschichten hier, die kann man ja einfach wieder zusammenklappen und dann einpacken und fertig. Ich habe auch im Keller noch so viele Sachen von der Babyshower-Party. Wir haben so viel aufgehoben. Ja. Dann habe ich hier, ich muss mal kurz Akku wechseln, weil ihr blinkt sehr, sehr stark und sonst geht es gleich aus. Deswegen eine kurze Unterbrechung. So, oh ja, der Akku ist voll perfekt. So, dann habe ich bestellt 50 Mal bzw. insgesamt 100 Mal solche kleinen durchsichtigen Fingerfood-Gläschen. Wie soll ich das beschreiben? So sieht es aus. Es gibt verschiedene davon. Ich habe mich jetzt hier für solche eckigen entschieden. Die sind so hoch, also gerade so, dass man halt Fingerfood reinmachen kann. Also die heißen tatsächlich auch so. Fingerfood steht hier jetzt nur drauf. Und ich brauche noch so kleine Löffelchen oder Gäbelchen, die dann auch noch dazu passen. Und zwar habe ich vor, es gibt ja, also es wird genug Essen geben. Wir haben da jetzt alles Mögliche organisiert. Ich möchte aber neben dem Ganzen, also es wird jede Menge Essen geben, Buffet-Essen. Und Kuchen und ein paar, also zwischen den Kuchen gibt es dann auch noch ein paar Süßigkeiten, einfach auch für die Kinder oder jemand, der keinen Kuchen mag, dass da einfach ein bisschen Schoki steht, ein bisschen Popcorn haben wir da, so Sachen habe ich euch ja schon mal gesagt. Also es wird keine richtige Candy-Candy-Bar geben im eigentlichen Sinne, so wie man es kennt, sondern einfach einen großen Tisch, wo die ganzen Kuchen und Torten stehen und dazwischen immer mal wieder auch andere Süßigkeiten. Ich denke schon, dass der ein oder andere dazu greifen wird. Also ich würde es tun und ich werde es tun, definitiv. Ich liebe Süßigkeiten. Und dann wird es noch ein paar Salat geben. Genau, und neben den Salaten würde ich gerne diese kleinen Förmchen hier aufstellen und würde dann sowas gerne reinmachen. Couscous würde ich gerne machen, aber nicht den Couscous, wie ich ihn mache, diesen krassen mit Gemüse und sowas, sondern den ganz einfachen Couscous. Und dann gerne auch noch sowas wie entweder ein paar Oliven reinmachen oder beziehungsweise nicht oder, sondern und. Also Couscous habe ich mir vorgestellt, ein paar Oliven und dann, was habe ich noch gesagt? Ach so, kleine Mini, also die Cherry-Tomaten mit Mini-Mozzarella. Es gibt ja auch so Mini-Mozzarella, die nehmen wir auch immer, wenn wir unsere Pizza selber machen. Ja, und die dann irgendwie mit so Spießen oder sowas. Und da möchte ich auch irgendwie so schöne Spieße haben. Also nicht so diese einfachen Zahnstocher. Es gibt bestimmt, ich habe jetzt schon im Internet gesehen, da gibt es jede Menge mit Fähnchen und was weiß ich was. Aber bevor ich da bestelle, möchte ich halt unbedingt nochmal zum Teddy oder zum Kick gehen. Und dann nochmal schauen, denn genau solche Sachen suche ich eben. Habe ich, glaube ich, gestern schon gesagt, dass ich nochmal zum Kick und Teddy möchte. Eben genau für sowas. Also so kleine Löffelchen besorgen und ja, sowas, solche Spießdinger oder beziehungsweise sowas wie Zahnstocher in der Größe, aber halt eben irgendwie ein bisschen schöner. Gibt es ja auch in Weiß, wo oben so eine kleine Halterung dann ist oder irgendwie sowas halt eben, das schön ausschaut. Genau, deswegen habe ich da direkt mal 100 Stück von bestellt. Ich mache halt einfach, was weiß ich, 30, 40 Stück Oliven oder dann die anderen ein paar Stück halt auf jeden Fall mit einem Couscous und so weiter. Einfach so als kleiner Zwischensnack auch. Das Ding ist halt, wir sind da ja wirklich, die Taufe ist um 11 Uhr morgens und wir sind da definitiv bis späten Abend in die Nacht hinein. Und da werden die Leute immer mal wieder zum Buffet gehen oder immer mal wieder sich Kuchen holen oder hier solche kleinen Snacks. Ich finde das ganz, ganz cool und es sieht auch einfach schön aus. Ich mag das total, wenn auf so Buffets auch so kleine Dinger sind. Ich greife da immer total gerne zu. Ich liebe das total. Ja, das ist die Planung. Die waren auch überhaupt gar nicht teuer. Ich glaube, so ein Set hat irgendwas mit 6 Euro oder 7 Euro gekostet. Ich finde, es macht halt voll was her. Ich kann ja gerade mal eins rausholen. So sieht es, also ist klar, es gibt auch noch günstigere davon, da muss man halt nur schauen. Das hier sind jetzt welche, die kann man sehr schwer zusammendrücken und die haben hier auch einen schönen Boden, wo es wirklich schön steht, ja, wo es nicht irgendwie anfängt rumzuwackeln oder. Und halt, wie gesagt, gerade das, dass die ein bisschen stabiler sind, also ist so ein Hartplastik. Es gibt ja auch welche, die dann so, kennt ihr bestimmt vom Plastikbecher, die nimmt man und man hat schon den halben Becher sozusagen zerdrückt. Also deswegen sind die halt ein bisschen preisintensiver. Also beides zusammen hat jetzt um die 14, 15 Euro gekostet, keine Ahnung. Wenn euch die interessieren, ich kann die auch einfach mal in die Infobox setzen, dann, ja, ich finde sowas
einfach so schön. Und selbst wenn welche übrig bleiben sollten, ich vielleicht nicht alle 100 benutze, ich denke, sowas macht sich auf jeder Party, egal was man macht. Ob man eine Geburtstagsparty zu Hause hat und Fingerfood anbietet oder, ja, wie gesagt, wir haben ja mal so unsere Gartenpartys vor oder Einweihungsfeiern, Geburtstagsfeiern und so weiter. Ich finde, das ist also... Sowas ist ganz, ganz, ganz cool zu haben. Ich weiß noch nicht, ob ich alle 100 machen werde, aber ich werde genügend auf jeden Fall davon machen. Genau, so, jetzt sieht es hier aus wie im absoluten Chaos. Ich werde alles behalten. Nur bei dem Anzug muss man halt eben schauen, ob einer der nächsten Anzüge noch besser ist. Also wie gesagt, ich habe ja 3 Stück bestellt, aber der ist schon mega. Und ich bin gerade sehr froh, dass zumindest einer da drunter ist, den ich schon schön finde. Der also auf jeden Fall ein Go hätte, es sei denn, es kommt jetzt noch ein besserer. Aber der ist schon wirklich sehr, sehr nice. Das macht mich gerade sehr glücklich, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Taufkleider und Taufanzüge ich mir angeschaut habe. Wie viele ich gesucht habe im Internet und verglichen habe und gemacht und getan habe. Das ist schon echt krank. Machen jetzt mal ein bisschen Party hier. Hm? Was hältst du davon? Ja? Aber Mami muss erstmal ihren Shake trinken, denn Mami hat gerade echt Hunger bekommen. Meine Güte. Okay, ihr Lieben, wenn noch Pakete kommen sollten heute, es waren ja jetzt schon einige, dann zeige ich sie euch auf jeden Fall noch. Also entweder bis später oder bis morgen. Eins von beiden. Wir werden sehen. So, wie man sehen kann, ich kam immer noch nicht zum Trinken, aber das ganze Chaos ist jetzt hier mal bewältigt. Und ich habe hier mal jetzt das so aufgebaut. Ich habe jetzt hier seine Krabbeldecke und hier so eine andere Krabbeldecke drauf gemacht. Damit der es noch ein bisschen weicher hat. Oh, mein armer Schatz. Hat jetzt ganz lange den Löwen anguckt, den wir gestern gekauft haben. Der ist so süß. Hat sich auch nicht erschrocken, als ich den mal habe brüllen lassen und so weiter. Ja, und habe gedacht, ich lasse jetzt den Spielebogen hier. Der soll auch einfach jetzt mal da bleiben. Wir haben hier genug Platz zu nutzen. Wenn jetzt viele Besuch mal kommen sollten, dann kann ich das ja immer noch wegräumen. Aber so kann es erstmal bleiben, dass das jetzt sozusagen sein Bereich ist. Und, ich habe nämlich gerade hier mal durchgesaugt und ganz viele von euch wollten mal eine Review haben zu dem Dyson Staubsauger. Also ihr seht schon, den steckt man einfach in die Steckdose. Hier vorne ist Kabel rein und es blinkt jetzt gerade. Wenn es dann 2 hat oder 3 hat, dann blinken auch alle 3. Der war jetzt, ich drehe euch mal um, der war jetzt noch nicht leer. Der hat noch einen Strich gehabt, aber da ist... ich mache das immer gerne, wenn er bei 1 ist und ich dann sowieso schon am Saugen war, machen und am Tun, dass ich den dann auflade, bevor er mir beim nächsten Mal dann leer geht. Der hat jetzt eine Saugdauer oder Leistung von einer halben Stunde. Genau, das war zum Zeitpunkt, als wir den gekauft haben, war das sozusagen der neueste. Ich glaube, das war der Dyson V8 Absolut. Genau, das war der neueste, den es gab. Mittlerweile ist der 9er oder der 10er rausgekommen. Keine Ahnung, die haben auf jeden Fall mittlerweile eine Leistung von einer Stunde. Ich will nicht wissen, was die kosten, denn der hat schon... Was hat er denn gekostet? 400 Euro oder irgendwie sowas? 400 Euro, ja. Also... Ich mache darüber jetzt kein richtiges Review-Video oder sowas. Was ich dazu einfach für mich als Feedback sagen kann, ist, ich möchte es nicht mehr missen, einen kabellosen Staubsauger zu haben. Das in allererster Linie. In zweiter Linie natürlich hat Dyson eine gewisse Saugkraft. Also klar, ich habe hier wenig zum Saugen, aber dennoch bin ich sehr, sehr, sehr schnell fertig. Also der saugt richtig gut, der zieht gut. Man sieht es auch wirklich, was in diesem Behälter immer drin ist. Das ist echt ekelhaft. Das darf man schon niemandem zeigen. Ich habe es euch ja immer mal wieder gezeigt. Der saugt einfach so krass die Haare aus dem Teppich alleine raus. Das ist wirklich, wirklich heftig. Also die Borsten vorne, die sind halt auch richtig hart. Und die bürsten eure Teppiche so richtig durch. Genauso wie wenn ich den, die Couch abbürste. Ich mache ja dann immer, ich habe hier zwar überall, die ganzen... Ich kann nicht mehr reden, oh mein Gott. Ich habe ja hier überall die Decken drauf, aber ich mache die ja regelmäßig. Ich habe sie jetzt erst vor 3 Tagen wieder gewaschen, alle. Oder die Kissen und so weiter, die wasche ich ja immer. Und wenn das gerade alles ab ist, dann sauge ich die Couch einmal durch. Also das mache ich so ungefähr einmal die Woche, dass ich die Couch einmal komplett absauge. Und ansonsten ist ja immer was drauf. Zwischendurch sauge ich auch immer mal Decken. Oder die Decken schüttle ich auch regelmäßig draußen immer aus. Klar, alleine wegen den Katzenhaaren und so weiter. Das mache ich schon alles regelmäßig. Und ja, aber
Der Dyson hat einfach eine mega Saugkraft, also richtig genial. Der kostet eine Menge, ja, aber ich persönlich finde, das Geld ist es wert. Also mein Freund hat jetzt auch schon, als ich damals gesagt habe, ich würde gerne so einen Dyson haben und mein Freund dann den Preis gehört hat, hat er gesagt, du hast sie doch nicht mehr alle. Wir kaufen doch keinen Staubsauger für 400 Euro, du spinnst doch und so weiter. Ich konnte ihn dann irgendwann überzeugen und er sagt, er kann sich das nicht mehr vorstellen, ständig, wenn man mal kurz was wegsaugen möchte, immer erstmal das ganze Teil raus. Also die ganzen Staubsauger haben ja meistens einmal eine Stange, dann einmal so ein, wie heißt denn das? Ja, diese Schnur halt eben und dann generell das Gehäuse an sich, dann noch mit dem Kabel, bla 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 bla. Also richtig nervig. Und er hat gesagt, also er kann sich das auch überhaupt nicht mehr vorstellen. Das ist einfach so genial. Man schnappt sich den, staubsaugt und stellt es wieder hin und fertig. Also man muss da, hat da keine Action, über irgendwelche Kabel zu stolpern oder irgendwas hinter sich herzuziehen. Oder man hat halt nur dieses Handstück und kann halt machen und tun, wie man will, wo man will, was man will. Klar, man muss es regelmäßig aufladen, aber ich muss sagen, ich sauge jeden Tag mehrmals hier in der Wohnung. Also ich sauge jeden Morgen, das gehört zu meiner Morgenroutine, was ist denn los, Baby, einmal die komplette Wohnung. Am Nachmittag sauge ich auch immer mal wieder. Ich habe mir das so angewöhnt, alleine wegen den Katzen. Ist jetzt nicht so, dass sie hier ohne Ende Haaren machen und tun, aber trotzdem, ich mag das einfach, gerade auch so da beim Katzenklo und so weiter. Klar, da habe ich eh noch den kleinen Handstaubsauger. Aber ich saug einfach, will ich damit sagen, sehr, 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 sehr oft. Und klar, meine Wohnung ist sehr klein. Also da kann ich jetzt nicht großartig jetzt sagen, boah, ich bin hier jeden Tag 50, keine Ahnung, 100 Quadratmeter am Saugen. So ist es nicht. Aber ich sag mal, ich lade den Staubsauger so ungefähr alle 1 bis 1,5 Wochen auf. Okay, ist jetzt vielleicht übertrieben. Vielleicht einmal die Woche lade ich ihn auf. Je nachdem, es kommt auch drauf an, gell? Es gibt ja manchmal... Oh, was ist denn los? Wollen wir uns drehen? Komm. Du machst die große Jungsstellung. Popo und Kopf zur Seite. Tada! Siehst du? Du kannst dich ganz alleine umdrehen, wenn du möchtest. Das weißt du doch mittlerweile. Manchmal möchtest du einfach Mamis Aufmerksamkeit haben, gell? Und sagen, Mami, dreh du mich. Auch wenn ich es alleine kann. So, leg dich mal hier hin, dass du nicht über Kopf guckst. So, Dille. Also es kommt drauf an, natürlich, es gibt, es kommt halt darauf an, wie viel man logischerweise gesaugt hat. Also wie gesagt, der hat eine halbe Stunde Leistung. Und dadurch, dass er halt so gut zieht, ist man... Ich bin wirklich extrem schnell mittlerweile mit dem Saugen hier durch die Wohnung durch. Ich sauge morgens einmal die komplette Wohnung. Aber wenn ich am Tag immer mal wieder zwischendurch sauge, dann sauge ich natürlich nicht so intensiv, wie ich morgens sauge. Das heißt, ich gehe dann halt immer mal zwischendurch irgendwo, wenn ich irgendwelche Haare sehe oder irgendwas runtergefallen ist oder irgendwas gebröselt hat oder weiß der Geier was in der Küche, sauge ich halt gerne immer mal mehrmals am Tag, keine Ahnung. Also, oder hier beim Katzenessen, wenn da irgendwie die Cracker zerbröselt sind, irgendwie solche Sachen. Dann nehme ich einen Kurzsaug drüber und fertig. Das sind ja eine Sache von 20 Sekunden Saugleistung. Deswegen, also ich würde sagen, so einmal die Woche lade ich ihn auf. Klar, kann auch mal alle, was weiß ich, 5 Tage passieren, je nachdem, wie lange ich halt eben gesaugt habe oder was irgendwie gewesen ist. Wenn der Teppich jetzt zum Beispiel stark verschmutzt ist von weiß der Geier was, dann gibt es nämlich auch die Möglichkeit, man hat einmal die Möglichkeit, ganz normal zu saugen. Das ist dann das, dieser Knopf, wenn er hier ist. Man kann aber auf maximal umstellen, dann hat er eine richtig krasse Saugleistung. Also dann kann man eigentlich den Teppich gar nicht mehr saugen, weil er den Teppich mit ansaugt. Also wenn ich dann hier drüber gehe, der zieht mir aus den Fugen alles raus, was hier existiert, so in etwa. Und ja, dann ist der Akku aber auch schneller leer. Dann hält er halt nicht eine halbe Stunde. Ja, also das ist das, was ich so als Feedback für mich sah. Also für mich oder für uns, wir können uns den überhaupt nicht mehr wegdenken. Alleine aus dem Luxusgrund, man schnappt ihn, man legt los, man stellt ihn wieder weg und fertig. Und man hat keinen Staubsauger hier, gell, den man hinter sich herziehen muss oder den man erstmal in die Steckdose stecken muss. Dann muss man gucken, um irgendwelche Sachen herumzukommen, dann wieder zurückgehen, damit man sich mit dem Kabel nicht verheddert und, und. Also ich kann davon ein Lied singen. Gerade in der kleinen Wohnung hier war das immer übelst ätzend. Ich bin nie, ich habe immer die Steckdose da genutzt, wo ich jetzt auch ihn lade. Da konnte ich nämlich immer das Wohnzimmer und Schlafzimmer saugen. Flur ging auch noch, aber im Badezimmer hat es dann irgendwann aufgehört und es hat mich so genervt und ich kann mir gar nicht vorstellen, gerade in großen Wohnungen muss man ja dann mehrmals immer den Stecker rausziehen in eine andere Steckdose, damit man überall hinkommt und so weiter. Finde ich mega
ätzend. Also, ja. Als Feedback, weil viele, wirklich viele mich immer anschreiben und gefragt haben, einfach weil es eine Investition ist. Es ist wirklich verdammt teuer. Gesundheit, mein Herz. Muss man sich das natürlich überlegen. Aber für mich, als mein Feedback, ich kann es jedem nur wärmstens ans Herz legen. Ihr werdet euch verlieben und ihr werdet keinen normalen Staubsauger mehr haben wollen. Alleine, wie gesagt, aus diesem Grund, man muss nichts hinter sich herziehen oder irgendwie mit dieser Steckdosengeschichte. Also alleine dieser Akku, der da drin ist, ist schon mega. Ja, ich denke, dass wir den, wir werden den noch so gut es geht, solange es geht, behalten. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass wir fürs Haus uns entweder, dass wir den verkaufen und uns den neuesten holen, der eine Stunde Leistung hat, gerade fürs Haus. Oder, das hat mein Freund nämlich gesagt, dass wir den behalten für unten zum Beispiel, dass der da unten steht, dass wir unten damit regelmäßig halt eben saugen können. Und für die anderen Stockwerke, dass man sagt, okay, man holt sich noch einen zweiten vielleicht dazu, obwohl der kabellos ist, man kann ja überall immer hinlaufen. Aber wenn man das komplette Haus einmal durchsaugt, glaube ich nicht, dass man in einer halben Stunde fertig ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dass man sich vielleicht einen zweiten anschafft oder so. Aber das steht noch in den Sternen. Mal gucken. Ja, so, jetzt esse ich mal. Ich habe echt Hunger. Oh mein Gott, der Shake steht hier jetzt auch schon ewig in 3 Tage. Wir haben mittlerweile schon 4:15, läuft bei mir. Ja, ich kümmere mich jetzt endlich mal um mein Video. Baby, bist du so hellwach? Dann spielen wir jetzt eine Runde. Mami muss nur eine Runde trinken. Aber ich wollte ja hier mal deine Spielecke endlich machen, gell? Ja, deine Spielecke endlich machen. Du guckst meine Milch an, als ob es deine Milch ist. Es ist nicht deine Milch, es ist meine Milch. Deine Milch hattest du vor 2 Stunden. Gell? Mami's little one hat heute ein Body an von C&A, wo steht, wo drauf steht Mami's little one. Habe ich euch das gezeigt oder habe ich das in Story? Oh Gott. Insta-Story gezeigt. Ich glaube, ich habe es sogar hier gezeigt. Ja, klar habe ich es euch hier gezeigt. Als ich vorhin wegen dem Baden hatte ich ja mit ihm gequatscht gehabt hier mit euch zusammen. Oh Gott, völlig fertig. Ich melde mich später oder morgen bei euch. Also, bis dann. So, Mittagessen für heute. Ein gemischter Salat mit Puten, Käse, alles mögliche drin. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe euch sehr selten mein Essen die letzte Zeit gezeigt. Also, heute, das Mittagessen ist das hier.